herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality hier auf der Grünfelder Land. Albert, bist du noch da? Hallo, hallo. Was macht dein Feld? Jo, ich mache jetzt die zweite Runde hier. Der Traktor hier. Weil da macht sein Ding. Echt? Mal der Reifen. Ich denke, jeden Moment kippt er auseinander, aber der Punkt, der macht seine Arbeit. Der Team. Okay. Hegebereifung drauf. Ab und zu dreht er mal durch. Ja, Traktion ist dann halt nicht so. Ist aber nur bei der Vorderreifen. Ja, ja, klar. Da nicht so das Gewicht vorne aus. Ach so, aber ich habe doch mit Gewicht gekauft, oder? Nee, ohne. Ohne, okay. Höchstens in der Werkstatt dann nochmal machen lassen. Oh ja, Werkstatt ist ein gutes Thema. Ich muss mit dem Jürgen telefonieren. Oh, nämlich der Johnny, der muss mal in die Wartung. Ausgerechnet, ich war mit dem Fiat-Fahrrad. Das ist doch, da leuchtet ab und zu mal hier das Lenkrad. Ne? Ja? Hier ist der rote Punkt, ja. Ja, cool. Das ist okay. Das flackert, da kommt dann immer hin und her. Auch die eine Anzeige da. Nicht die linke, sondern. Oh, jetzt. Das hat ein Loch gefunden, so ein Schlammloch. Jetzt kommt er nicht mehr weiter. Ja. Ja, wenn du wegmachst, vielleicht. Geht er durch. Kommst du raus? Ja, ich bin draußen. Okay. Guck doch, man kriegt das nicht mal ein. Jetzt zieht der Johnny weg ohne Ende. Das war die Palettengabel, die ganze Zeit gebackt hat. Auf jeden Fall. Ja, nicht schon wieder. So. Oh, dann können die auch wieder arbeiten. Oh, das sind so 13.000 Liter drin. Aber ich kriege irgendwie relativ wenig. Da ist die Poldergabel. Oh. Albert, ich glaube, wir müssen uns was Neues anschaffen. Brauch irgendwas für die Paletten. War das die Poldergabel? Ja, ich glaube schon. Ne, die Palettengabel war's. Na, jetzt zieht alles. Ja, andere nehmen, ne? Ja, irgendein Radlader oder sowas. Na, jetzt zieht er einfach weg. Wobei jetzt. War die rote? Ich hab jetzt die roten Achsen hier reingemacht, mein Fiat. Mhm. Rote, jetzt zieht er erstmal noch ein bisschen mehr durch. Ja, Differential ist wichtig. So, warte mal, ich guck mal gerade beim Händler, was der im Angebot hat. Ich meine, im Grunde wird ja so ein Kompaktlader reichen. Oder ein Stapler. Stapler, das reicht doch. Kompaktlader wäre sogar günstiger. 35.000. Aber Stapler, wenn du den nur hier für die Paletten brauchst, ne? Ja. Da will ich mir so ein Stapelgabel holen. So ein Stapelgabel, ja. So ein Stapelgabel. Ah, warte mal, der hat auch noch hier einen anderen. Der kostet sogar noch 25.000. Vielleicht holen wir uns den. Muss ja nicht viel gönnen. Fängt er an zu driften hier. Ich fasse es nicht. Den können wir sogar lackieren, wie wir wollen. 35.000. 25.500. Der wird eigentlich voll und ganz reichen. Ich telefoniere mal gerade mit dem Händler. Jo. Komm, Merkel, wo bist du überhaupt? Nein, im Gefängnis. Ich bin jetzt gerade auf der anderen Leitung. Hallo, Herr Varuna. Ja, tschüss.
Hallo. Ich bin auf der Suche nach einem Stapler. Nach einem Stapler? Also bei mir steht auch keiner. Ich suche auch einen. Weil ich hab ja, ein paar was Händler. Haben Sie denn im Angebot? Sie sind der Händler. Ach so, Sie wollen einen kaufen. Ja, das wäre eine Überlegung. Ja, ich habe gerade eine Kopfschmerz und kann nicht in den Katalog schauen. Es tut mir leid. Ja. So, was hätten Sie im Angebot? Sie nehmen suchen Sie mal eine Aspirin. Ja, ja, habe ich. Sind wieder weg. Auf wundersame Weise. Sie wollen ein Teleskoplader oder ein Frontlader? Ein Stapler. Ach so, habe ich nur einen. Und zwar ein Manitou MC18-4. Denkt sich einfach mal diesen Namen aus. Ich habe da noch einen anderen gesehen, von früh auf. Ah, ja, stimmt, ja. Von früh auf, genau. Früh auf, ja. Haufen, ja. Ja, da gibt es einen, der kostet, würde es hier im Endeffekt 30.000 kosten. Okay. Gibt es eine Möglichkeit der Lieferung? Wie meinen Sie der Lieferung? Ja, dass ich den geliefert bekomme. Ach so, ja, gäb's. Ich glaube nicht, dass er mit 25 km/h zu Ihrem Hof eiern wollen. Nee, hatte ich nicht vor. Ja, gibt's. Also ich würde das Ihnen gratis runterbringen. Gratis sogar? Ja, dann kommen Sie. Bringen Sie den Kaufvertrag mit? Also Sie wollen das Teil haben für 30.000. Ja, ich brauche was anderes, weil wissen Sie, was ich gemerkt habe? Die Palettengabel hing irgendwie immer in der Luft an meinem Traktor dran. Und das war das Problem der ganzen Probleme. Weil seit ich die jetzt verkauft habe, läuft's. Also dann würde ich die Bestellung auf Ihren Namen rauslassen. Yep. Hauptfarbe, irgendwelche Wünsche? Ah ja, bitte, John Deere Grün. Ah, Standard. Danke. Dann ist es nochmal 500 Euro teurer. Ja. Gut, also das wäre, müssten Sie, warten Sie. Dann mache ich es mal ins richtige Konto. Der Frühhaufstapler. Und den Biergrün. So. Okay, war aber vielleicht falsche Annahme. Und dann müssten Sie 2500 an die Stadt und dann müssen Sie reißen, jeweils. Ja, überweise ich Ihnen gleich. Ja, bei mir, ich habe gerade noch heftige Kopfschmerzen. Sie sollen sich mal untersuchen lassen, wenn Sie so auf Kopfschmerzen haben. Ich hab auch. Ich muss noch was trinken. Trinken ist gut gegen Kopfschmerzen. Ich meine, ich bin ja zufällig gerade am See. Ja, aber filtern Sie das Wasser vorher? Ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht, wer da schon alles versenkt wurde. Haben Sie gehört? Das hat mir der Herr Herrmann gesagt, dass eine Waffe bei sich führt. Wer hat was gesagt? Der Herr Herrmann hat zu mir gesagt, dass der Herr Resex eine Waffe bei sich führt. Oder geführt hat und die irgendwie ins Gebüsch geschmissen hat und deswegen sitzt der gerade im Knast. Also der Herr Herrmann. Okay. Ich find's merkwürdig. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich bin wieder messe. Kann ich gerade nichts dazu sagen. Zu welcher Adresse wollen Sie Ihren Stapler geliefert haben? Ich hab das schon. Zum Sägewerk runter, bitte. Zum Sägewerk, okay. Jo. Danke. Ja. Können Sie mich mal, Moment, ich mach's gleich selber. Okay. Dann bis später. Jo. Tschüss. Hallo, Herr Müller. Hallo, Herr Cordes. Jetzt sitze ich hier gerade im Gebäude. Naja, ich verstehe nicht, dass das auch nicht. Ja, ich bräuchte einfach bitte eine Anweisung an der Polizei. Ja, ich brauche sofort. Danke. Ich muss warten, was das heißt. Hallo, Polizei Richter. Ja, Herr Richter, sind Sie gerade mit dem Auto unterwegs?
Ich war gerade mit dem Auto unterwegs, da steht's. Seit gerade eben steht's. Ja. Dann fahren Sie bitte noch mal ein paar Meter. Genau so. Hatten Sie einen Beifahrer? Ja. Bitte noch mal einsteigen lassen, auch noch mal fahren. Sind Sie schon? Ich fahre gerade. Stehen bleiben, aussteigen, alle. Wir stehen gerade und sind auf. Okay, weitermachen. Tschüss. Tschüss. Gibt's doch nicht. Ey. Und läuft noch alles, Albert? Ich muss mal gucken, in der Werkstatt bei uns, ob wir dort da noch etwas breitere Reifen da haben, die wir aufmachen können. Naja, wir haben keine Werkstatt am Hof. Bitte schon so. Aber ich wollte mal eine vom Jürgen installieren lassen. Können wir eigentlich machen. Wollen wir den schmalen Reifen hier? Ich hab eben, da weiß ich lange gebraucht, um 2 Meter vorwärts zu kommen. Da hast du kaum eine Chance hier auf der anderen Seite. Ja. In der Zwischenzeit macht ein anderer Traktor, da macht ein Zweifeller. Stell den mal auf den Hof erstmal so kurz ab. Jo, mach mal. Im Moment brauche ich gar nicht weitermachen mit dem Flieg. Du kannst ja auch mal einen Jürgen anrufen und fragen, ob der eine Werkstatt aufbauen kann. Der Jürgen? So, den Racex. Einfach mal anrufen. So, Volker? Jo. Ich hab ihm gesagt, da sollte ich noch mal selber anrufen, damit er seine Richtigkeit hat. Er kann's machen. Ja. Ich hab grad noch andere Probleme. Die Paletten wollen nicht weg. Arbeitsstätte. Komm mal hoch. Hä? Wald, ne? In deinem Waldstückchen, ne? Hä? Was ist denn hier los? Ne, ich bin beim Kartonwerk gerade. Spielgebiet, ne? Aha. Was ist denn das für ein Kackanhänger? Was soll denn das? Wie soll denn das gehen? Fallen die jetzt gleich hinten runter? Was hat denn der Händler mir da verkauft? So ein Billigimport aus China oder was? Autolot oder? Ich habe keine Ahnung. Komm mal hochgewackelt mit dem Hack. Ja, mal sind sie da mal was anderes. Aber jetzt geht wenigstens was rein. Auto haben wir ja noch. Aber ist er. Blödsinn. Ja. Ich noch gar nicht angerufen, war der Jürgen, ne? Nee, noch nicht. Ich verkaufe den Anhänger hier. Der scheint auch ein bisschen.
bisschen daneben zu sein. Ich rufe nochmal den Ding an, den Händler. Der ist gerade nicht da. Hallo? Hallo, Herr Varuna. Ihr Stapler ist auf dem Weg. Ja, das freut mich. Haben Sie irgendeine Information über die Adorante? Kamen die zufällig aus China oder so? Kamen, glaube ich, aus Taiwan oder China. Da bin ich nicht sicher. Gut. Das erklärt alles. Ich würde Ihnen empfehlen, da mal eine Rückholaktion zu starten. Ich habe auch noch einen, den werde ich auch so schnell wie möglich loswerden wollen. Ja, muss ich dann gucken. Ich muss mal mit dem Hersteller telefonieren. Kann ich wieder mal chinesisch oder taiwanisch aufbessern. Das heißt Mandarin. Ja, ist mir doch egal. Gucken Sie mal, dass Sie da irgendwie so schnell wie möglich eine Rückholaktion starten. Jo, mach ich. Gut. Danke, tschüss. Ich bringe meinen gleich vorbei. Jo. Tschüss. Bitte gar nicht, wa? Hä? Bitte gar nicht, wa? Was? Ich verstehe dich nicht. Ach, der Jürgen, der rührt sich gar nicht, wa? Ne, der ist beschäftigt wahrscheinlich. Ich verkaufe den Dinger. Müssen wir gucken, dass wir einen anderen Anhänger kaufen. Jetzt haben wir ja im Moment auch ein Telefon. Das gibt's nicht. Hallo, Volker Baruna hier. Hallo. Ich sollte anrufen. Das hab ich jetzt veralbern, ey. Jürgen, ja. Zwar hätten wir da einen Auftrag für dich. Ja. Wir bräuchten eine Werkstatt und einen Kercher. Das hatte ich, glaube ich, schon mal geordert, wenn ich mich recht erinnere. Kann sein, da warst du dir aber noch unschlüssig, glaube ich. Ja, jetzt bin ich mir schlüssig. Ja? Ja. Machen wir mal einen Kostenvoranschlag.